Hallo zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Abend. Ich freue mich sehr, dass wir hier starten können mit dem Livestream über Ableton Live 11. Wir mussten tatsächlich recht lange warten, bis es hier losgegangen ist. Also ich selber habe schon irgendwie seit 2-3 Monaten mit der Beta rumgespielt und verschiedene andere von euch wahrscheinlich auch. Und heute ist es soweit. Tatsächlich am 23. Februar 2021 haben wir Ableton Live 11. Wenn ihr das natürlich noch nicht abgeladen habt oder so, dann wird es Zeit, dass ihr die Demo abladen und euch damit beschäftigt. Ich will die Party eröffnen, natürlich nicht allein, weil eine Party allein ist natürlich, naja, nicht so eine tolle Party. Ich mache hier gerade das Mikrofon auf und das ist natürlich schon der erste Test jetzt für unseren Livestream. Sehen wir die anderen und umgekehrt, zack, da haben wir den Raphael, der Sammy und schlussendlich mich, das sollte eigentlich gehen. Tönt doch mal kurz im Chat kommentieren, wir sehen das hier, wir können das auch einblenden. Tönt doch mal kurz kommentieren, ob ihr die anderen beiden überhaupt gehört. Sammy, vielleicht kannst du irgendetwas zur aktuellen Lage dazu sagen? Von der politischen oder von der... Ja. Ich sage etwas zum Wetter. Das Wetter gut, heute ist schön. Okay. Alles gut, sagt der Nicola, vielen Dank. Ah, der eine ist im Chat. Ja, hallo zusammen. Hallo Nicola. Ja, jetzt hast du ihn noch gefunden, gell? Ja. Der Sammy hat soeben noch den Chat gefunden. Ja. Kevin O, läuft, ich habe noch coole Sachen. Ja, genau. Also, genau. Wir tun doch kurz einmal hier die Einblendungen checken. Der Thomas findet natürlich auch, passt alles, sehr cool, hört man, alles gut. Also, gell, nicht nur mich. Also, auch die anderen, gell. Wäre noch cool, wenn wir die anderen auch noch hören. Sonst mache ich hier ein bisschen Monolog. Okay, was wir auch noch müssten wissen, in dem Livestream, es ist ja so, wir haben natürlich ein bisschen Delay. Das ist nicht, weil das Equipment langsam ist, sondern weil der Stream natürlich irgendwo von Amerika geht, kehren, kommt wieder zurück und schlussendlich haben wir nachher irgendwo 20 Sekunden oder so Delay. Das wird dann nachher beim Quiz, wo wir dann später müssen machen, dürfen machen. Das ist beim Quiz, das wir machen, nachher wichtig, weil dort habe ich nachher bei jeder Frage einfach ein bisschen längere Antwortzeiten drin, weil sonst müssen wir quasi daheim schon antworten, bevor es losgeht. Also irgendwie. Und das ist natürlich dann nicht so cool. Wir haben uns übrigens auch entschieden, auf Schweizerdeutsch zu machen. Ich hoffe, das ist okay. Es gibt genug Videos draussen, auch von uns, wo das Ganze nachher auf Hochdeutsch ist und das könnt ihr euch dort noch reinziehen. Ich habe natürlich das Wichtigste eigentlich vergessen, mein Bier. Das muss ich dann in einer schwachen Minute dann mal irgendwann holen, wenn irgendetwas läuft oder so, wenn ich mal schnell auf abspringen und muss noch mein Bier holen. Also macht es euch gemütlich daheim, schnappt euch ein Bier. Kamillentee. Kamillentee? Das ist jetzt eben neu, das ist richtig Rock'n'Roll. Aber ich weiß nicht, ob das nicht, dass du einschlafst, dann, gell? Kamillentee ist der schläferigste Tee. Ja. Was hast du dort? Ah, Wasserflasche. Ja, wir müssen an dem arbeiten, ehrlich. Das geht. Okay, gut. Was wir also haben, ist... das Programm ist folgendermaßen. Wir haben zuerst einmal natürlich einfach ein paar News. Wirklich einfach zu Ableton Live 11. Für die es vielleicht noch nicht so ganz mitbekommen haben, wo das an ihnen vorbeipfiffen ist. Ich habe ein paar Filme für euch vorbereitet, ein paar Live-Sachen. Wir haben natürlich auch ein bisschen Equipment hier, wo die einen vielleicht noch nicht so kennen. Das ist zum Beispiel ein MPE-Controller. Sensel Morph heisst das Ding. Hat hier so abnehmbare Pads. Und oh Wunder, plötzlich hast du einen anderen Controller. Das schauen wir natürlich dann auch noch schnell zusammen an. So etwas wie das hier. Und wir haben eben das Quiz haben wir natürlich. Wir können immer Fragen stellen. Das ist voll okay. Also da könnt ihr einfach kurz reinposten. Und falls ihr sie jetzt nicht sehen, ist vielleicht der Sammy oder der Raffi sieht das vielleicht und kann dann sagen, du, was ist da noch gesehen und so. Genau. Okay, wir haben noch verschiedene andere Leute, die hier drin sind. Hallo Bruno, hallo Kevin, haben wir auch schon gesehen.
Jetzt hast du ein bisschen Störsignal, glaube ich, wegen dem Pad, wegen dem MP. Ja. Du musst, glaube ich, wieder das Pad wechseln. Mhm. Also Pad wechseln, wie meinst du? Ja, nein, wo du es gewechselt hast, hat es ein bisschen Störsignal gegeben. Just ah, voll? Okay, dann wir das noch. Das können wir dann noch ein bisschen checken. He? Jetzt rauscht es bei einem von euch. Eben, das meine ich, Störsignal. Also, okay. Vielleicht musst du schnell ausstecken oder so. Einfach nur den Controller. Okay, also Kontrolle ist ausgesteckt, genau. Gut, ist das Rauschen wieder besser oder so wird okay? Nein, etwas brummt. Brummt? Ja, und zwar seit du den Controller vorher ins Bild gegeben hast. Okay. Jetzt besser? Nein. Jetzt? Jetzt ist weg. Ja, okay, aber das weißt du, das wäre mein Mikrofon. Wenn das nicht eingesteckt ist, dann ist es einfach nicht eingesteckt. Ja, genau. Jetzt ist gut. Nein, ist gut. Okay, gut, also, das ist tatsächlich das Kabel, das da ist. Gut, eben, also, es ist wie immer technische Feinheiten. He? Gut, also, dann würde ich sagen, wir haben jetzt, ich sehe hier, wir haben etwa 30 bis 40 Teilnehmer drinnen, sehe ich da gerade. Wenn ihr daheim das Gefühl habt, das ist wichtig, das ist toll, coole Sache, wenn etwas läuft hier in Sachen Ableton in der Schweiz, dann teilt euch das kurz teilen, macht irgendwie eine kurze Meldung an eure Kollegen, dass die auch noch können kommen, dass ihr zusammen quatschen und so weiter. Und das wäre wirklich mega, wenn wir hier grosse Gruppen zusammenbringen. Wo natürlich auch immer ein bisschen Fragen stellen und so weiter. Okay, gut, dann gehe ich gerade rein und zwar möchte ich mit dem Zeitstrahl eigentlich von Ableton anfangen. Wir haben Ableton ist uns schon ziemlich lang bekannt, also der meisten von uns, und wir haben jetzt gefunden, es wäre doch mega cool, wenn wir einfach könnten so eine Timeline machen. Und zwar so ein richtig 3D animiertes, schönes Ding, das ich euch noch schnell zeigen will. Ich kann hier kurz umschalten, das schnappt er natürlich jetzt prompt nicht. Ich habe hier verschiedenste Winkel, aber das schnallt er nicht. Gut, dann machen wir das kurz anders. Dann gehen wir hier kurz auf Screenshare gehen vom Screen 1. Voilà, also ihr solltet jetzt hier den Screen sehen. Bald, und zwar jetzt Fullscreen. Also, das wäre die Timeline, die ihr findet unter dem Link, den ich euch nachher in Chat kurz schreibe. Das mache ich gerade am besten, dann haben wir das gerade. Dann haben wir das da unten drin. Also, das haben wir jetzt hier im Chat drin. Also, die Timeline, die haben wir da auseinandergenommen und haben einfach mal geschaut, was ist da überhaupt alles passiert in der letzten Zeit, oder? Und da fängt das natürlich an, irgendwo bei, voilà, gut. Also bei, ursprünglich beim Gründerwettbewerb, wo gelaufen ist 1998, wo Ableton eben dann wirklich einen Preis gewonnen hat. Also Ableton ist tatsächlich ein Preisgewinner. Also ob ihr das gewusst habt. Das ist eigentlich so wie ein Start-up gewesen. Ja, nach Start-up sind sie gewesen, oder? Und dann hat es auch Gründerwettbewerb gegeben mit digitalen Innovationen und so weiter. Und das hat da, ist da von Deutschland so ein Gründerwettbewerb gewesen und die haben das gewonnen. Und es ist dann natürlich nicht lang gegangen, die haben sich das natürlich dann nicht lassen, dass sie dann ein bisschen später dann der Gerhard Behles und Bernd Rockendorf das dann gegründet haben. Und sind dann nachher später auch vom Robert Henke, wo man sicher, also immer noch heute, immer noch kennt, sind die joined worden eigentlich und haben nachher weitergemacht und haben dann schon bald dann wirklich das gleiche Office, was sie absolut immer noch jetzt haben, immer noch in Betrieb. Also das haben sie dort aufgenommen und sind dort erreichbar gewesen. Und wenig später ist dann die erste Alpha gekommen, wo der Robert Henke dann screenshottet hat, wenn du da reinschaust, das sieht schon also noch recht rudimentär aus, also schon irgendwie gleich, aber doch noch sehr spartanisch. Also ich sehe unten links irgendwo die Hilfeansicht und ein paar Devices und so. Und das Ding ist tatsächlich ganz am Anfang, was dann endlich rausgekommen ist,
hat es einfach nur WAF und IFF-Support gegeben. Also es hat kein... Es hat nur Audio gegeben, es hat MIDI. Nichts gegeben, nichts MIDI, null, nichts nada. Ich kann mich noch erinnern, dass wir dazumals mit Reason angefangen haben zu produzieren und unser erster Live-Act mit Cycle Repairs damals, den ich auch mitgespielt habe, war mit dem Ableton 1 gewesen sogar. Und das, eben also das hast du noch erlebt? Ja, ich bin zwar erst 25, aber ich habe es einfach schon mega lang und habe es geschafft, um das miterleben. Ja. Und da haben wir nämlich wirklich nur die Audio-Files können, abführen. Und ich glaube, viel mehr hat man tatsächlich noch nicht können, außer einfach Audio-Loops spielen, gell? Ist das richtig? Ja, das war voll so gewesen. Also so wenn ich mir also gut, ich weiß es nicht aus erster Hand, gell? Also ich bin damals wirklich nicht dabei gewesen. Im 2.1 ja, du bist halt noch so jung, ich, ja. Ich bin auch nicht in der Windel gewesen, aber ich habe im Fall was mit was habe ich dort gespielt? Ich vermute, wir haben Riesen gehabt am Anfang sogar tatsächlich. Ja, ich glaube, ich habe irgendwas mit Riesen gemacht oder weiß nicht was. Ich vermute oder nein, dort damals sogar noch mit Steinberg 24. Möge ich mich erinnern. Und nachher Cubase. Aber das war alles ein bisschen später. Ja. Gut. Dann gehen wir hier weiter. Eben, du siehst, weißt, ein paar Sachen sind schon da gewesen, aber was recht übel war, ist Copy Protection. Richtig übel. Challenge Response, ein Computer und so. Also da bin ich mega froh, dass wir hier von dem weggekommen sind. Das ist wirklich. Ja, das ist bei vielen anderen Software. Rebirth. So. Ja, Rebirth. Rebirth, ja, klar. Ja. Dann haben wir 1.1 ist dann rausgekommen. Das ist eigentlich wirklich der erste Audiosequenzer für Mac OS X. Windows glaube, das haben wir gebraucht. 1.1 muss das gewesen sein, ja. Ja, das ist gut möglich, ja. Ja. Gut möglich, ja. Und dann hast du irgendwie können downloadable Samples machen. Das war wahrscheinlich eine riesige Sensation damals, kein Plan. Und dort siehst du übrigens noch, wenn du zurück schaust, die Katastrophe von diesen ganz, ganz vielen Dingen, wo uns, glaube ich, bis ich 8 erhalten geblieben ist, die Parameter, wo ja alle aufgeregt sind. Und wenn er nach 99 war, hast du ein Problem gehabt. Weißt du, wie ich meine? Dann hast du den Parameter nicht können adressieren. Also, das ist wirklich. An der 127 ist es dort. Nachher eben Nice 5 war, Render to Disk war, Rewire, irgendwie neue Implementation und so weiter. Das Reverb ist reingekommen. Dann war es eben Live 2 mit verschiedenen Fullscreen Modes, Mixer und so weiter, die verbessert worden ist. Dann 2.1, nochmal Rewire, an dem haben sie rumgeschliffen ohne Ende. Dann bessere Performance war immer das Problem. Ich meine, damals war ja sowieso die Performance immer eine riesige Katastrophe gewesen, oder schwierig. Dann Ableton Live 3, wieder verschiedene Sachen, die verändert worden sind. Aber so viel als ich weiß, glaube ich, immer noch alles ohne. Nein, irgendwo ist da dazwischen MIDI gekommen. Das haben wir wahrscheinlich jetzt verpasst. Da sind wir wahrscheinlich vorbeigeschliffen jetzt. Dann External MIDI In-Out Support ist im 4 gekommen. Dann. Und der VST Support, ja. Oder? Ja, genau, aber VST 1. Genau. Das war dort noch. Das 5 bin ich glaube knapp noch nicht drin gewesen, dabei, aber nachher ein bisschen später. Warp Modes sind dort schon gewesen, MP3 Support. Und 6 Rack Sampler, einfach viele Sachen, die wir jetzt gut kennen. Multiprozessor, Core. Multicore-Support. Mit dem 6 natürlich... ist dann Krambambuli und die ersten Animal Trainer-Sachen entstanden. Ah, oh, geil. Hm. Cool, dann haben wir Ableton Live 6, das war dort. Genau, nein, das haben wir gesagt. 2007 haben sie natürlich gefunden, okay, das kann es nicht sein, dass wir hier aus Europa raus das Ganze managen. US Office, Expansion, sicher ein cleverer Schritt. Und das weiss ich noch, wie wenn es gestern gewesen wäre, Kollaboration mit Cycling 74, weil ich bin dort am Max programmieren gewesen, wie ein Hohle. Ich habe irgendwie den ganzen Tag nur Max-Plugins programmiert. Und dann ist die Integration ins Live. Und das ist natürlich schon ein geiles Feature gewesen, weil du hast endlich können die Max-Plugins hier implementieren. Ah, die hat es dort schon gegeben? Max for Life? Ja, Max MSP hat es schon vorher gegeben. Ist eigentlich eine Live-Performance-Software, die es x Jahre gibt und einfach nur der Zusammenschluss quasi nachher mit Ableton ist. Ich meine, das ist später gekommen. Ja.
Gut, dann haben wir Ableton Live 7 mit den Drum Racks und so weiter. Genau, der Kevin sagt, das war der genialste Business Move gewesen. Ich weiß nicht genau, was du meinst, Kevin. Wahrscheinlich, wo sie wahrscheinlich auf die USA sind, keine Ahnung. Aha, oder, ah nein, du meinst Kevin wahrscheinlich Cycling 74, meinst du, genau. Kannst du in den Kommentar schreiben, da hast du irgendwie gefunden, dass das ein guter Move gewesen ist da. Mit Max, ja genau, genau. Finde ich auch, coole Sache, ja. Okay, also, dann haben wir da, es läuft natürlich nichts mehr da, so, weiter geht's. Max for Life 2.9 ist dann gekommen, wirklich final mit Cycling 74. Ich weiß nicht, ob sie es gekauft haben, bin ich nicht ganz sicher, glaube es. Oder zumindest ein cooles Joint Venture. Eben Live 8, 64 Beats, verschiedene Soundcloud-Uploads ist da gesehen und so weiter. Und dann das 9. Sehr lange damit geschafft. Das ist ja wirklich ellenlang gegangen, bis das dann da war. Also nein, bis es ersetzt worden ist. Und da natürlich auch die 3 Versionen dann. Wirklich von Standard Suite und Intro. Wann bist du eingestiegen, Raffi? Ein bisschen später, glaube ich. Ja, ich hatte noch andere Sachen gehabt, wie mein Logic noch sehr lang. Ableton habe ich tatsächlich am Ende vom 9. beim 10. dann so dort steht der Punkt, wo ich bei Ableton eingestiegen bin. Ja, cool. Dann haben wir hier den Push 1 Release. Biggest Move, würde ich sagen. Sehr, 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 sehr cool. Also ich weiß nicht, es gibt halt von mir aus gesehen einfach immer noch keinen besseren Producer-Controller als der Push, einfach mit 64 Pad vor allem. Der Push direkt 2. Integration. Ja, ich wollte sagen, ja, Push sorry, 2. So ein Lügner, gell? Genau, also Push 2, ist klar. Wenn ich das richtig, Push. Dass Push 1 Acker eingebaut hat? Richtig, ja. Und darum ist Push 2 ja von Ableton selber und finde ich jetzt viel intuitiver und viel logischer und viel als Push 1. Ja gut, ja, fairerweise, sie haben natürlich auch wahnsinnig viel gelernt beim 1. Ja, ja, klar. Also es ist halt schon wirklich sehr, ja. Push 1 habe ich nie gebraucht, ich habe gekauft und bin einfach nicht klar damit. Und Push 2 eingesteckt und so, alles logisch. Ja, schau, du hast einfach bei uns auch noch nie eine Masterclass gemacht. Und hast ja, hast leider nicht. Ja, vorbereitet dafür. Falsche Seite, ja. Das ist später gekommen. Wann ist deine erste Masterclass gewesen bei uns? 18, 17. Ich würde sagen, Ende 17, ja. So etwas. Ich weiß nicht mehr. Im Fall. Ich weiß es nicht mehr. Ist jetzt 3-mal gewesen? Ja, genau. 3-mal. Plus online. 3. Winken wir noch richtig. Der Arun sagt ciao, hoi. Hoi Arun. Also, Ableton Live 9.5 rausgekommen. Genau, Push 2 Support natürlich nötig gewesen, sonst ist es gar nicht gelaufen. Ich weiß nicht, wie viele Schüler bei uns drinnen gehockt sind und dann haben sie irgendwelche Cracks gehabt vom 9. Und dann haben sie lange Nase gemacht, weil sie das 9.5 nicht haben können, also den Push nicht haben können starten, oder? Weil es 9.5 braucht. 9.7 ein riesen Update gewesen. Wollte ich gar nicht reingehen. Und das 10 natürlich, 18. Und dann, also gut, 10, was ist das Größte gewesen? Wavetable schon, oder? Finde ich schon. Multi-Editing finde ich auch noch sehr cool, obwohl ich es nicht so viel brauche. Ja, komplett umstellen, glaube ich, auf 64-Bit. Ich glaube, ab da ist dann abgeschnitten worden. Ja, da hast du es müssen haben, ja. Also, also Leute mit 32-Bit, wie es die sind. Separate Automationen, ehrlich gesagt, will ich auch nicht missen. Genau. Das war das Beste gewesen. Was meinst du? Automationen. Ah, die separaten, ja. Ja, die sind cool. Ja. Die sind cool, ja. Genau. Ja. Automation ist überarbeitet, 64 Bit, genau. Und dann natürlich, last but not least, das ist noch alt, 1. März 2021, ja, plus, minus. Track Comping, MIDI MP Support, Probability Functions, Inspired by Nature und so weiter, Macro Snapshots. Da sind wir jetzt drin. Gut, was mich würde interessieren von euch jetzt daheim, dünnt mir doch einmal in den Chat reinschreiben. Schreibt mir rein, wenn habt ihr Ableton's erste Mal gebraucht? Und ganz easy, einfach nicht irgendwie flunkern oder so, sondern einfach sagen so, nicht hat er es gebraucht. Und, also,
Ich kann auch sagen, schau, ich habe gewechselt 34 Mal und dann kann ich so unterschreiben. Also, ich habe schon etwas mit allem geschafft und wieder zurück. Aber wenn habt ihr das erste Mal gestartet und jetzt geht es natürlich wieder ein Zeitchen, bis die Dinge da kommen. Bis die Teils da kommen. Der Amir 2017. Der Max kurz vor der School. Auf Sound mit mir, Emanuel, okay. Also bei mir wäre es dann tatsächlich 2001. Ja. Ja, das müsste so sein, ja. Eigentlich Mitgründer. Ich habe aber nachher ganz lang, das war ja mein erstes Projekt gewesen, und nachher habe ich wieder in Bands gespielt und dann bin ich Papi geworden und dann mit Animal Trainer habe ich tatsächlich ganz lang mit Logic zuerst gearbeitet. Also ich habe eigentlich so vom 1 ja. bis zum 8, glaube ich, alles ausgelassen. Ja, sorry, mein Logic ist halt auch cool. Also weißt, schlussendlich ist ja sowieso jede DAW cool, die coolste, wo du gut kannst. Weißt, wo du einfach checkst. Ich meine, das schlägt keinen Geiss weg. Du kannst 20 Jahre auf Logic geschafft haben, nachher schaffst du 2 Jahre auf Ableton und bist wahrscheinlich nicht halb so gut, weil du einfach das Speed nicht hast. Oder umgekehrt, was auch immer. Aber würdest du jetzt zurückgehen, Sammy, wieder auf Logic? Damals habe ich immer das Gefühl gehabt, wenn wir... Also wir haben so parallel. Der Adi hat im Studio Logic gehabt und ich habe mit meinen Ideen vom Ableton und da haben wir dann im Logic weitergeschafft. Und damals habe ich doch müssen sagen, dass es irgendwie am Logic besser tönt gehabt. Aber das ist jetzt eben 10, 12 Jahre her. Ja, das gibt, hat doch immer Gerüchte gegeben, dass irgendwie ja, das Logic das ist, andere Engine Legend, braucht und tönt so gut. Vielleicht ist es ein bisschen Placebo gewesen. Apropos Urban Legends. Cool, ich schaue hier nochmal schnell zurück und habe nachher nochmal gerade eine Aufgabe für euch im Chat. Erstens einmal, ich sehe hier 2017 der Amir, der Magnus 2017, Version 8, 2015 der Kevin, Max Verano kurz vor School mit dir, Emanuel, kein Plan, wenn du meinst, genau, das war 2015, glaube ich. Michael 2018, der Markus, Patrick Bigler 2018, 2011 und der Nikolas, wow. Veteran, der Bruno mit 2009, eben 9 und der Patrick 2018, Max 2013. Cool. Und der Oliver noch 2017. Genau, nächste Aufgabe, ich habe es glaube ich schon fast wieder vergessen. Urban Legends, das haben wir jetzt auch gespannt. Urban Legends, genau. Ist das machen wir das später. Ich will noch ein paar Producer-Witze hören. Ist das wirklich ein Urban Legend mit dem Audio-Engine von Logic zum Ende. Ich habe so gehört, einfach so je nach Genre, also irgendwie wenn Trap Produce ist, dann tun sie natürlich auch gut im FL. Hat es noch gar keinen Trap gegeben. Okay, wenn du so harten Hip-Hop produzierst. Ja. Aber ist das wahr oder falsch? Nein. Also ich glaube, das was ist nicht wahr. Ableton 6 bis 8 zu dieser Zeit. Das ist absoluter Quatsch, okay. Genau, das hat er gesagt. Das habe nicht ich behauptet. Okay. Also ich glaube es auch nicht. Also weißt du, also vor allem heute ja. Glaube ich es nicht. Wir könnten dann abstimmen. Ich glaube, das ist so etwas Gutes, was man kann dann sagen kann, wenn man irgendwie keine über Logic Plus ist, kann man sagen, so, ja, aber wir haben dann die bessere Engine, gell? Also kannst du nichts. Egal wie gut es ist und wie intuitiv Ableton ist, wir haben dann im Fall. Aber das nochmal schnell abkürzen von vorher. Ja. Damals war sicher der Schritt zu Ableton, weil wir im Ableton gewisse Sachen einfach in einem Schritt machen können, was du im Logic yep. immer noch zwei Schritte gebraucht hast. Wie, auch wenn es nur ein Audio-File innerziehend war, etwas Sample-Ding, hast du immer müssen umrechnen. Keine Ahnung, wie das beim Logic mittlerweile jetzt ist. Ich bin dann einfach auf Ableton geblieben. So, eben genau so Warp-Sachen für mich auch. So, du ziehst rein und das macht es automatisch, anstatt dass du noch ich musst sagen, so, ja, ich will das für elektronische Musik brauchen, also muss es irgendwie passen. Das hat mich immer total genervt, weil ich immer alles geklaut und gesampelt habe natürlich. Darum. Genau, wie jeder gute Musiker heutzutage. Ja, wer hat das nicht gemacht? Ich weiß nicht, wie viele Tonnen Samples ich hatte. Für nichts zum Teil. Unglaublich. Nein, das ist nicht einmal das Schlimmste. Ich finde Sounds eigentlich nicht das Schlimmste. Ich finde das Sammeln von VSTs am schlimmsten. Das ist Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen teurer, oder? Also mittlerweile zahlt man glaube ich auch genug. Ja, für du zahlst schon fast nichts mehr, das ist schon so. Also, hast du noch eine Frage aufgedacht? Haben wir einen Plan? Ja, genau. Genau. Also Betty hat sich noch mega gefreut auf Ding natürlich. Das zeige ich noch mal schnell. Und ich tue die natürlich Betty auch noch schnell einblenden, weil du, glaube ich, die einzige Frau bist. Leider.
da drin. Darum habe ich das jetzt besonders hervor. Dann der Arun sagt noch, habt ihr einen Plan, wenn es mit Apple Silicon wird native laufen? Ich finde es nirgends Infos. Ich weiß es im Fall auch nicht offiziell. Ich kann das nicht sagen, es ist so weit, dass ich weiß keine offizielle Info raus. Außer dass sie daran arbeiten. Und ich habe auch nicht die Vermutung, dass sie richtig werden Gas geben, wenn dann wirklich auch die MacBook Pros rauskommen, weil jetzt sind ja die Airs noch draußen und die kleineren 13er Pros. Und ich bin nicht ganz sicher, ob alle Musiker dann wirklich mit einem kleinen Bildschirm wollen Vorlieb nehmen. Aber sie arbeiten daran so viel, als ich weiß. Ich habe leider auch keine genauere Info. Wenn ihr noch habt, also wenn ihr irgendeinen Link habt, dann haut es kurz in den Chat und dann einblenden. Genau. Ah, Isabel, sorry, du bist schon da. Ja, ja. Yeah. Cool. Also, totale Phasen auslöschen. Was ist da gesehen? Totale Phasen auslöschen. Ja, ich weiß nicht genau, was Kevin meint mit Versagen. Wir haben wahrscheinlich alle gleichzeitig geschnurrt. Nein, also gut. Look, wenn wir schon bei den Urban Legends sind, dann würde ich doch gerne ein paar Producer-Witz sammeln. Oh, ich kann nur Musiker-Witz, Mist. Nein, ist gleich. Also, look, Producer-Witz oder Musik-Witz oder irgendetwas, das wäre wirklich cool. Schreibt es schnell rein. Oder die könnt ihr im Fall irgendwann bringen, während dem Verlauf des Ding. Ich habe sehr störende Echos im Sound, wenn Sammy spricht. Oh. Das ist einfach seine Stimme, hey. Ja. Wir haben es versucht, besser zu machen. Es ist nicht viel besser geworden. Das höre ich oft am ersten Date. Best, best we can get for the moment. Ich glaube, du hast ein bisschen tiefere, du hast einfach so eine sonore Stimme, Sammy. Das ist mein. Und der Raffi hat ein bisschen höhere und ich bin auch so ein Zwerg, was das anbelangt. Ja, kennst du einen guten Producer-Witz, wenn du jetzt so fragst? Nein, ich warte jetzt noch ein bisschen. Nein, ich bringe den schon noch einen. Aber, okay. Und sonst schreib mir nachher in die Kommentare rein. Ja, wahrscheinlich der Evergreen. Was sagt ein Producer mit Job zu einem ohne Job? Mit Senf, bitte. Aber ja, der ist jetzt schon ein bisschen. Aber ich habe akustisch nicht ganz verstanden, muss ich noch mal sagen. Mit Senf, bitte. Das ist ein störender Echo, ja. Mit Senf. Okay. I stuck with the first snare sample I chose. That no producer ever. Ja. Snare still shit, hä? Ja, Snare. Was ist das? Ja, du bist zu wenig im Internet, kennst du nicht. I stuck with the first. Du brauchst zu wenig Snare Samples, das ist das Problem. Du musst immer ja, mehr genau. Und mehr layern. Also wenn du noch mehr Producer-Witz habt, dann haut sie rein. Ich bin immer gerne Abnehmer für solche Sachen. Und bin auch absoluter Fan geworden inzwischen von Producer-Memes und so. Also ich finde das recht lustig. Gut, also, dann wollen wir doch mal ein bisschen in die Sachen reingehen, in die Features und so weiter von Ableton Live. Ich spiele hier ganz stinkfrech ein paar Sachen ein, die wir vorbereitet haben, dass das so zack zack schnell durchgeht und dann können wir die rasch besprechen. Du möchtest eine Aufnahme auf deinem Rechner in Ableton machen? Bis jetzt war es so, wenn du etwas aufgenommen hast, dann wurde das einfach auf immer wiederholt, also die gleiche Spur wurde einfach immer wieder überschrieben. Neu kannst du das so machen, du nimmst das hintereinander auf, in diesem Fall zum Beispiel dreimal, und dann werden einfach neue Variationen hinzugefügt. Also ein Grund, sich zu freuen, da verschiedene Variationen zu machen. Komping ist einfach. Ich gehe in die Arrangement View, mit Rechtsklick kann ich sagen Take Lane hinzufügen, das habe ich hier dreimal gemacht für drei Lanes. Und weiter unten, wenn die Tegeln nicht da sind, kann ich dich dazu Echo! Da drin habe ich... Mute dich, Emanuel. Und die möchte ich jetzt so zusammenmischen, dass ich immer einfach die besten Tegel von jeder Spur nehme. Wie schlägt sich Ableton mit den anderen beiden DAWs? Cubase 6, Jahr 2011, Logic Pro 8, 2007 und Ableton 2021. Immer noch trotz dieser kleinen Schnecken.
Ja, jetzt bist du immer noch gemutet. Aber ich glaube, wir haben gerade da den neuen Grain Delay vorgestellt. Genau, das war einfach ein Effekt gewesen. Ja. Emanuel. You are silent. Hört ihr den Raffi und mich also, noch? Ja, alles klar, da bin ich wieder. Ich bin da wieder, genau. Ein schöner Delay-Effekt, genau. Also, das klappt nicht so, wie ich das gedacht habe, weil die Videos hier, die schalten offenbar alles nicht auf Mute, wie sie das sollten. Ich probiere das nochmal kurz. Nochmal checken, was hier läuft. Da kann man aber nicht einstellen. Moment, das haben wir allenfalls gleich. Probieren wir es nochmal ganz kurz, indem man sie hier alles abschaltet. Und ihr sagt mir kurz, ob das läuft oder nicht. Hä? Okay. Du möchtest eine Aufnahme auf deinem Rechner in Ableton machen. Bis jetzt war es so, wenn du etwas aufgenommen hast, dann wurde das einfach laufend immer wiederholt. Also die gleiche Spur wurde einfach immer wieder überschrieben. Neu kannst du das eben so machen. Du nimmst das hintereinander auf, in diesem Fall zum Beispiel dreimal, und dann werden einfach neue Variationen hinzugefügt. Also ein Grund, sich zu freuen, da verschiedene Variationen zu machen. Comping ist einfach. Ich gehe in die Arrangement View. Mit Rechtsklick kann ich sagen Take Lane hinzufügen. Das habe ich hier dreimal gemacht für drei Lanes. Und weiter unten, wenn die Take Lanes nicht da sind, kann ich die da zeigen lassen. Da drin habe ich drei Loops. Und die möchte ich jetzt so zusammenmischen, dass ich immer einfach die besten Takes von jeder Spur nehme. Wie schlägt sich Ableton mit den anderen beiden DAWs? Cubase 6, Jahr 2011, Logic Pro 8, 2007 und Ableton 2021. Sind wir noch trotzdem mit kleinen Schnecken? Ich finde die beruhigende Hintergrundmusik sehr schön. Das hat so etwas so ein bisschen esoterisch. So. Genau. Massage ist alle warten, schlafen. Genau, genau. Das ist Track Comping gsi, finde ich coole Sache grundsätzlich, also man kann es sich gut brauchen. Was ist so eure Meinung dazu? Ja, also ich denke, es ist super halt für so Leute, die wirklich ein Instrument spielen, also irgendwelche Bassisten, Gitarristen, Leute, die Piano spielen, die können dann das Zeug wirklich auch schön aufnehmen. Hat es auch schon bei anderen Programmen halt länger gegeben und jetzt ist es wirklich bei Ableton auch angekommen. Ja, tatsächlich. Also, ich meine, es ist urlang. Es ist... Ich denke, das ist etwas, was ich jetzt am meisten brauchen würde. Es gibt viele, viele Sachen, aber das ist jetzt ein Ding, wo ich das Gefühl habe, das hat jeder etwas davon. Also, ich finde es vor allem für Bands und Musiker und so weiter finde ich es cool. Also, wenn du Vocal Comping machen willst, ist es wirklich sehr cool. Du machst einfach verschiedenste Takes und dann ist beim einen ist zum Beispiel das Einschnaufen nicht korrekt, beim anderen ist zum Beispiel der zweite Teil vom Verse nicht korrekt und dann kannst du das einfach so zusammenstückeln und das bringt wirklich mega viel. Also vor allem bei Vocals finde ich es hervorragend geeignet. Sonst weiss ich nicht, ob es wirklich so viel wird brauchen. Ich glaube eher so als Kreativ-Tool, habe ich das Gefühl. Die Betty sagt, sie wird es auf jeden Fall brauchen. Du singst wahrscheinlich auch, oder? Genau, Vocals, das ist natürlich schon eine coole Sache. Danke. Ja, ich habe auch schon mit Vocals geschafft und dann musst du halt immer die mehreren Spuren machen und jetzt hast du das wirklich integriert in eben deinem eigenen Platz. Mhm. Ist super. Ja, genau, coole Sache. Okay, noch schnell eine Frage zum Video. Ist das irgendwann, ist das choppy geworden gegen Schluss oder haben das genau gesehen? Ist es gegangen? Nein, ist gut. Okay, wird bei mir das ultra choppy geworden. Wenigstens ist es bei euch gut. Okay. Also wäre das erste Feature gewesen, dann gehen wir doch kurz weiter durch. Machen wir Nummer 2. Kannst du mal zeigen, wie man ein Sample warpt? Du ziehst es rein und dann drückst du Warp.
Ja, genau. Das ist nicht so gut. Das ist Track-Linking. Es geht darum, dass wenn du zum Beispiel einen Bereich rausschneidest, dass der dann an der genauen Stelle in einem anderen Track ausgeschnitten wird, dass die Track-Fades synchronisiert werden und wenn du einen Teil rausschneidest in einem Track und hinten wieder anfügst, dass der dann dort angefügt wird. Ich habe hier drei Tracks, zwei Audio und eine MIDI-Spur. Rechtsklick darauf und dann Spuren verbinden anwählen. Du siehst hier, mit diesem kleinen Symbol wird das jetzt angezeigt. Die Spuren sind nun gelinkt und ich kann sie gemeinsam bearbeiten. Okay, was meinst du zu diesem Feature? Track. Aber also denke auch so Kreativ-Tool, wie du auch das gesagt hast vorne. Ja, wobei, nein, ich finde jetzt nicht unbedingt, das ist ein Ding. Es ist nicht unbedingt ich finde es eher. Es ist einfach ein nützliches Tool, weil du kannst eben wirklich, es geht nicht darum, dass du an einem bestimmten Ort etwas machst, sondern es geht darum, dass du das kreativ machst, sondern dass du das am gleichen Ort machst und das wird überall gleich gemacht, dass sie einfach, dass du einfach effizienter vorwärts kommst, ja. Genau, also der Markus sagt, gut für Effizienz, ja, das ist es. Weil wenn du einfach mehrere Spuren hast, dann kannst du sagen, hier ausschneiden, dann macht es frutsch, dann ist es überall ausgeschnitten. Hier irgendwie Trackfades machen, zack, ist es überall ausgeschnitten. Irgendetwas überschieben, zack, wird es überall übergeschoben. Das ist schon ein anderes Tool, das ist nicht das gleiche in dem Sinn. Da muss man noch schauen, dass man das nicht verwechselt. Es ist einfach, es gehört schon ein bisschen zusammen, aber ist ein anderer Workflow. Hm? Stem Remixing, sagt der Kevin, genau. Gut, also schauen wir kurz weiter. Nächstes Feature MPE. Wie cool ist das denn? Für mich der Favorit. Oh. MIDI Polyphonic Expressions, nämlich MPE. Ein paar der Controller möchte ich euch jetzt vorstellen. Das wäre erstens mal das Rolli C-Board. Dann zweitens Touché SE und als drittes Sensel Morph. MPE gibt dir viel mehr Möglichkeiten für ausdrucksstarkes Spiel. In diesem Fall beim Rolli C-Board erstens mal den Druck, dann das Gleiten über die Tasten und als drittes die Tonhöhe. Viertes ist noch die On-Off-Speed, also wie schnell gehst du weg und drückst drauf pro Note. Ich habe auch hier eine MIDI Controller Overview zusammengestellt. Den Link findet ihr in der Description. Es gibt Geräte von gratis, von der Rolli C-Board 5D App bis hin zu extrem teuer, das Haken Continuum. Erschienen alle irgendwo zwischen 2015 und 2020. Und hier noch eine kurze Sounddemo. Verschiedenste Instrumente in Ableton kriegen jetzt eben neu diesen MPE-Tab. Und das coolste finde ich Wavetable, weil dort kann ich richtig schön mit dem Finger die Wellenformen durchfahren. Welches ist dein liebstes Feature in Ableton Live 11? Schreib es uns in die Kommentare. So, ich würde mal das MPE. Konzert von dir schauen, wenn du mit dieser Mimik schaffst. genau. Nein, es ist wirklich mit mir durchgegangen.
Also ich finde es einfach nur arschcool. Es ist so geil. Du kannst mit dem ganzen Körper drin liegen, mit jedem einzelnen Finger und so. Und da musst du einfach abgehen. Also das ist einfach wirklich sehr geil. Aber wie feinfühlig ist das ja? Also ich habe das ein, zwei Mal mit den Rolli-Keyboards probiert. Das Gefühl gehabt, jedes Mal, wenn dort irgendwie ein bisschen auf die Zeit drückst, dann passiert schon irgendetwas. Ja. Ich kann da schnell etwas dazu sagen. Und zwar, ich habe beide da. Also ich habe sowohl das... Ja, das, genau, das ist überall also das ausgestellt, so. Jedem Musikhug. Ja, es ist leider komplett vergriffen und alles, also es ist nicht lieferbar. Also das ist, es ist ganz etwas anderes. Wenn du das mal anschaust, dann ist das ein bisschen wie erhöht, oder? Du siehst es hier. Und du griffst dann hier quasi rein und kannst so richtig versinken drin. Also es geht richtig so, das geht fast einen Zentimeter runter eigentlich. Und ist einfach ganz etwas anderes. Also die weißen Dinger hier, die sind erstaunlicherweise die schwarzen Tasten, das ist gerade umgekehrt. Und hier, wenn du reingehst, hast du nachher wirklich so eine Vertiefung und das finde ich ein bisschen komisch. Das ist wirklich ein bisschen absurd, weil du gehst hier runter und diese Vertiefung, die gibt es nicht. Auf dem Keyboard normalerweise. Und das finde ich doch ein bisschen komisch. Aber insgesamt ist das so griffig, es ist also... Das ist eigentlich sexy. Ich habe jetzt meine Frisur schon total kaputt gemacht, weil das da seitenverkehrt ist. Valide Einwand von dir? Hat deine Frisur auch MPE? Leider nicht. Genau. Also, das war der Einwand vom Semi, finde ich goldig. Das Beste. Ja. Okay. Und das andere ist flach. Dann haben wir hier das eine Layout jetzt von dem Sensel Morph. Das ist recht anders. Das ist ziemlich flach, aber es ist eben nicht ganz flach. Und es ist eben wirklich auch kein Ding. Es ist kein. Kann ich es gaxen? Kein iPad. Weil du könntest zuerst denken, es ist irgendwie ein iPad, aber mit diesen Pads kommt es eben eine gewisse Griffigkeit über. Und ist durch das wirklich super cool. Also die. Ding, was du gesagt hast, Raffi, also das, was du ein bisschen versaufst und wo du nicht weißt, wie kannst du denn dort wirklich hineingehen, das ist hier nicht. Für Glides super cool, darauf zu fahren oder drüber runterzufahren und so weiter. MPE kann man auch mit dem iPhone steuern, aber es macht einfach keinen Spass. Mach mal einen Akkord auf dem iPhone, das geht einfach irgendwie nicht. Also du so Mäuseklavier, oder? Aber insgesamt coole Sache. Also ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, es gibt einige so Controller. Drei habe ich jetzt hier kurz vorgestellt. Schnappt euch mal so ein Ding. Man muss schon ein bisschen sich reinfuchsen. Also ich habe mal irgendwie ein Zeit gebraucht, bis ich wirklich alles gecheckt habe und Implementation und so weiter in Ableton. Vor allem, du musst einfach MPE dort anschalten und ein bisschen wissen, welche Instrumente und so. Es ist eigentlich wie ein neuer Layer, als du dann einfach nachher kannst damit super arbeiten. Jetzt hat es, glaube ich, Betty gesagt, die Geräte sind ein bisschen teuer. Ja, es ist halt ein bisschen wie mit allem am Anfang, oder? Und vor allem zum Teil nicht lieferbar. Es wird wahrscheinlich noch schlimmer, weil jetzt alle sich auf die MP-Controller stürzen, dann wird das Zeug noch weniger lieferbar, möglicherweise. Betty sagt auch, für was es geeignet ist. Klar, super. Auf jeden Fall ein valider Input. Ich habe einfach einen nach dem anderen jetzt genommen. Wenn deine Frisur sitzt, die MP-Frisur. Kennt jemand das Instrument 1 von Air Artiphone? Instrument 1 habe ich im Fall noch nie gehört. Wie ein Saxophon mit den Gesichtern vorne drauf aus Japan. Sieht es aus. Oder einfach wie... Einfach ein ist das mutig- das? Nein, es ist nicht das, aber es sieht wie eins aus. Aber ich glaube, es ist eher so ein bisschen... Ja. Es ist eher so ein wie ein Hangbrett oder so, oder eine Gitarre eigentlich schlussendlich. So ein bisschen der Gitarrenhals ist das nur. Ich kenne es auch nicht. Ja, genau. Ich kenne es nicht. Amir, es... Nein, warte jetzt. Ist eine Gitarre, genau. Nein, kennen Sie nicht, Gitarre. Gibt es eine gute App für das iPad? Es gibt ein paar gute Apps für das iPad in dieser Übersicht, die ich auch nachher in das Video tue, also in das Live-Recording, wird das nachher drin sein. Oder ich muss ganz kurz schauen, ich weiß nicht, ob ich das gerade auf die Schnelle finde. Controller.
Aber für die, die ganz am Anfang stehen, ich glaube, gerade am Anfang so ein MPE holen, das ist, braucht man glaube nicht. Nein, ich finde leider den Link gerade nicht sofort. In unseren Videos, wo ich euch natürlich sowieso unbedingt generell als Herz legen auf YouTube mit dem School of Sound-Kanal, dort findet ihr nachher den Link drin. Also nein, es ist sogar noch verrückter. Wir machen ein komplettes Video nur über MPE, wie funktioniert das, welche Controller hat es und so weiter. Das findet ihr natürlich auch auf YouTube. Gut, also dann gehen wir weiter. Also nach der ganzen Euphorie mit MPE, finde ich, ist Zeit, wieder einmal ein bisschen die Standardsachen oder normale Sachen anzuschauen. Gehen wir da gerade rein. Nummer 4, der Tempo-Follower. Wir haben oben links in Ableton Link und jetzt neu eben nebendran rechts auch Follow. Link funktioniert so. Du hast Änderungen via Clock, das ist also immer eine hundertprozentige Tempo-Change. Das kannst du machen, das kann dein Gegenüber machen und es werden immer andere Geräte gesynkt. Zum Beispiel ein iPad oder eine andere Instanz von Ableton. Bei Follow ist es was anderes. Da gibt es eine externe Verbindung von außen, können andere Instrumente sich zum Beispiel verbinden. Hier hast du den Schlagzeuger und hier hast du Ableton. Der Schlagzeuger spielt mal mit 120 BPM. BPM heißt Beats per Minute. Ableton spielt im Moment aber mit 125 BPM. Das passt natürlich nicht. Über ein Audio-Interface nehme ich jetzt das Schlagzeug auf und sage Ableton, dass es sich anpassen soll. Und so wird mein Ableton eigentlich zum Slave. Jetzt erhöht der Schlagzeuger sein Tempo graduell auf 140 BPM. Ableton wird ebenfalls auf 140 BPM erhöhen. Nummer 5, der Scale Mode. Die Funktion. Also der Scale Mode ist auch noch gerade reingerutscht. Die Funktion wird auf der Bühne sehr viel Sinn machen. Ja. Das finde ich, das ist jetzt die krasseste Innovation. Es erstaunt mich auch. Also stellen wir einfach nur schon vor, wenn wir so irgendetwas programmieren oder so, dass das wirklich kann zuhören und ja. Ja, es ist so gewesen, also das hat es vorher eben als Max4Life-Device schon gegeben. Und das haben sie wahrscheinlich dermaßen cool gefunden, dass sie gefunden haben, ja, okay, machen wir. Also tun wir implementieren. Es geht natürlich nicht in jedem Fall und immer und alles, aber es ist schon eine coole Sache. Ich meine, wenn es Ableton macht, das ist wie mit Link, dann funktioniert es einfach. Oder? Und du kannst schon davon ausgehen, dass das mit graduellen Changes natürlich super funktioniert. Ich weiß nicht, wie es ist mit Jumps oder so, aber normalerweise, ich meine, der Schlagzeuger macht normalerweise nicht dermassen Jumps, dass es nicht möglich ist. Also ich denke, das ist, also sie tun es so bewerben, dass du eigentlich durch das nicht nur, du hast ein neues Bandmitglied eigentlich. Das Ding folgt dir einfach. Also du kannst eine ganze Band aufschmeißen plus Ableton und go, oder? Mach mit, oder? Weil das sonst beim Schlagzeug genau, eigentlich. Das gibt es als im Max. Wie nicht möglich ist, wirklich auf einem maschinellen Beat also zu spielen. Also es gibt sicher Schlagzeuge, die das können, halt mit dem Klick im Ohr. Aber so ist es natürlich genial. Ja, es ist halt schon der Hass. Ich glaube, die werden das wahrscheinlich lieben, denke ich. Wenn sie das können. Weil das Problem ist ja nicht, also weißt, das Problem ist einfach, dass Ableton ja keine Changes macht. Und ein Schlagzeuger will ja eigentlich Changes machen. Du machst ritardando, du machst irgendwie schneller, ein bisschen langsamer oder du tust einfach ein bisschen dezente Nuancen machen und das folgt dir einfach. Das ist schon stark, denke ich. Ja. Was ist das Ritardando schon wieder? Das ist, wenn das Tempo langsamer und wieder schneller wird. Eher langsamer, ja, genau. Ich kenne das noch von früher, von der Klavierstunde. Das Crescendo, ja, genau. Weiss ich, das ist, wenn es aufbaut. Crescendo, aber das ist eher lautstärkemässig, oder? Crescendo ist lauter werden. Ich glaube, tempomässig. Ja. Ja. Langsamer werden. Danke, Kevin. So blöd zum haben wir nicht Arc Internet. Hast du noch Wave Drum. Aber was habe ich jetzt verpasst? Sag schnell. Eben langsamer werden, ja. Ritardando ist langsamer. Ja, langsamer werden. Ich freue mich darauf, meine analogen elektronischen Geräte anzuschleifen. Ja. Zum Arc und Korg Wave Drum. Mm. Da hast du das ganze Arsenal, Betty. Cool. Schauen wir weiter. Und ihr gerade noch etwas habt, was immer gesehen? Bei Scale. Nein, da haben wir noch nicht gehabt. Also, jetzt geben wir Gas. So nämlich das nächste coole Feature. In jedem MIDI-Clip drin hast du auf der linken Seite neu einen Scale-Button. Der Clip zeigt jetzt die tonleitereigenen Töne in Farbe an
Und wenn du den Scale-Button noch drückst, werden nur noch die tonleitereigenen Töne angezeigt. Das ist ähnlich wie beim Ableton Push, weil dort war das schon länger so. Du kannst dort C-Dur zum Beispiel auswählen und das wird jetzt neu auch mit dem Clip direkt gesynkt. Da haben wir etwas für die Laie. Let's go. Finde ich halt, es bringt dir vielleicht langfristig mehr, wenn du dich mal mit dem Quintenzirkel und so Basic Harmonie auseinandersetzt. Ganz ehrlich, ich finde das ja schon ein gutes Feature, aber ich finde, das tut dich, also jetzt mal ernsthaft, finde ich, es tut dich aber auch einschränken. Das heisst ja nicht, nur weil du jetzt willst in C-Dur spielen, dass jetzt zum Beispiel der Ton B-Flat oder ein S vielleicht in dem nicht vorkommen. Und so tust du dir eigentlich von Anfang an wegnehmen. Dass du tust dich eigentlich kreativ einschränken. Ich finde das wie bei den DJs, wenn du Mixed in Key spielst, und tust du dich eigentlich auch einschränken auf etwas, was dir eine Maschine gesagt hat. Das ist richtig. Und wir machen zwar mit Maschinenmusik, aber ich finde doch trotzdem, das ist jetzt ein Feature, das ich finde, wir müssen nicht alles vorkommen und nicht allen alles zu einfach machen. Es ist einfach ich denke, es gibt einfach mehr Accessibility halt, dass halt jeder kann ein bisschen Musik machen in dem Sinn. Und das finde ich eigentlich noch schön. Es soll auch jeder dürfen Musik machen. Und der Schritt von null bis dorthin ist nicht völlig ungangbar. Es ist ja eigentlich simpel und es gibt dir ja mehr Möglichkeiten, wenn du ein bisschen das Wissen hast, obwohl ich finde es ja, die Kreativität von der anderen Seite nicht in Harmonielehre oder Noten denken, natürlich genauso essentiell, aber dass du dort hinkommst, dass du nicht mehr in Harmonielehre und Noten denkst, musst du vielleicht die Basic vorne da ein bisschen checken, das ist einfach nur rudimentär und so nimmst du das einfach von Anfang an weg. Das ist meine persönliche Meinung. Kann ich verstehen. Also was natürlich auch gibt, das sind die ganzen Plugins, die dir eh alles abnehmen und dann hast du einfach deine Chord Progressions und hast keinen Plan, was die machen. Aber es klingt geil. Eben, du weißt das nicht, kann man natürlich schon machen. Aber man muss nicht. Also es wäre auch geil, wenn man vielleicht einmal ein bisschen Musiktheorie lehren würde. Also Tom, da will ich noch ganz schön etwas sagen. Ja. Der Paul McCartney ist auf sein neues Album letztlich gefragt worden, wie er dann komponiert. Und er hat gesagt, er hat ja nie wirklich gelernt, Noten lesen, korrigieren, wenn ich falsch bin. Aber er hat gesagt, er hockt her und drückt einen Akkord. Nein, gefällt mir nicht. Plump, das gefällt mir. Und ab dann sagt er, sein Kopf muss weitergehen. Also ich widerspreche jetzt zwar ein bisschen meiner Aussage vorher, aber ich behaupte mal, der Paul McCartney weiß, was ein Quintenzirkel und was ein C-Dur-Tonleiter ist. Es gibt auf jeden Fall ganz sicher einfach verschiedene Ansätze. Und ich glaube, es macht es accessible, wie du gesagt hast, oder Raphael? Wenn ich natürlich auf dem Push da meine. Also, ich habe das schon noch geil gefunden, ehrlich gesagt. Also, weißt du, der Ding, der Scale-Mode und nachher hier quasi die ganzen Major, Minor und das alles einstellen. Das finde ich schon noch krass. Also, auch als Musiker. Ich finde das eben. Es ermöglicht dir einen neuen Zugang zu etwas, wo du ja schon kennst. Du musst auch nicht wissen, was G-Mixolydisch ganz genau ist, aber vielleicht eben Moldur, Quintenzirkel, sollte man vielleicht einfach mal. Ja, das machen wir. Vielleicht ist es einfach auch eine Ergänzung, Push hat schon Scale-Modus, also muss es dann auch im Haupt-Ableton einfach im Sinn stehen. Genau, dort macht es natürlich absolut Sinn, ja. Und sonst einfach das School of Sound Musiktheorie-Kurs ansuchen. Gell, Emanuel? Was ist das? Dein Musiktheorie-Kurs kann man sonst besuchen. Next Feature, komm. Das wissen die alle. Wo haben wir das? Neue Effekte. Zack. Du bist lange im Sales, glaube ich. Nummer 6. Die neuen Audio-Effekte, nämlich Hybrid Reverb, Spectral Resonator und Spectral Time. Der Hybrid Reverb ist der unscheinbarste. Er ist nämlich eine Mischung von einem Convolution Reverb, hier gelb auf der linken Seite dargestellt, und einem algorithmischen blau dargestellt auf der rechten Seite. Mit diesem Blender in der Mitte kannst du jetzt das Verhältnis ändern. In der Mitte kannst du auch die Anordnung wählen zwischen Serial, Parallel, Algorithmisch und Convolution. Der nächste Effekt ist der Spectral Time. Hier kannst du mit einem Sonogramm eine FFT-Analyse machen. Das ist eine grafische Darstellung der Frequenzen über die Zeit. Jetzt kannst du das Signal freezen
Du kannst das Signal auch mit einem Delay versehen. Und was ich hier spannend finde, ist der Shift. Wenn du den hochdrehst, dann werden die Delays im Pitch angehoben oder abgesenkt. Wenn du diesen Wert hier positiv einstellst, dann werden die oberen Töne mehr mit einer zeitlichen Verzögerung versehen. Insgesamt ein sehr cooles Werkzeug, um abgefahrene Filter zu erzeugen. Der Spectral Resonator eignet sich vor allem, einem Klang neue Obertöne hinzuzufügen. Hier habe ich ein Schlagzeug mit Spectral Resonator bestückt. Wenn ich den Mode auf MIDI umstelle, dann kann ich Klänge von extern harmonisch mit dem Keyboard spielen. Reaction? Ja, es ist einfach mehr, also wie es die Schlacht einfach von Ableton Seite, aber ich finde es trotzdem, es tut einfach wieder zeigen, die machen einfach immer vorwärts, auch bei ihnen Effekt, bringen immer mehr, sodass eigentlich irgendwann mal nur noch Ableton, also kannst jetzt schon nur Ableton brauchen zum Producen, brauchst nicht mehr viel mehr, aber halt immer mehr und coolere Sachen. Ja, ich finde auch, also klar, es gibt gewisse Sachen, wo ich einfach finde, ja, sie sind fast ein bisschen unverzichtbar, wie gewisse Plugins, die sie haben, also Synth-Plugins für Wavetable, finde ich schon noch nötig, oder? Aber ich weiß auch, wieso sie es nicht gemacht haben, das Ding frisst einfach so dermassen viele Ressourcen, dass sie es früher einfach nicht reingebracht haben, oder? Und wegen dem ist es halt jetzt erst im 10 gekommen. Oder? Ja. Also sie tun quasi immer ein bisschen, ich habe das Gefühl, was ich so spüre von Ableton, sie tun immer ein bisschen die Features noch erreichen, die einfach gerade ready sind. Also weißt du, die gerade gehen von der allgemeinen CPU-Leistung her. Ja, sie haben ja jetzt auch mit dem Elfi so neue Speedfire, heisst die, glaube ich, all die Orchestral Packs rausgegeben. Ich habe das Gefühl, die sind auch jetzt relativ gross, also die Packs werden immer grösser und grösser, die sie ja mit der Standard oder der Suite-Version mitgeben. Das ist auch ein grosses Niveau, also was die dort auch rausbringen. Das ist gigantisch, ja. Also was so immer nachgeliefert wird und ist enorm, ja. Machen sie auch vorwärts, also früher ist ja dort für mich auch ein bisschen Logic vorne dabei gewesen mit den Samples, die sie ja mitgeben, mit den ganzen Apple Loops, oder doch? Mm. Ja. Aber jetzt, Ableton macht jetzt schon auch vorwärts. Der Sam ist... Sam ist ganz ruhig. Mit den Sample Tags und so, da bin ich in Kontakt, da vor allem, weißt du, mit diesen String-Sachen. Ja. Eben, weißt du, hat jeder seine Welt, oder? Tatsächlich, ja, da kann ich nicht mitreden. Ich kenne das von Ableton, weil ich mit Kontakt und der Session String Pro, Session Pro String. Ja, die sind doch genial, weißt du? Also. Ja, kostet aber genial viel, oder? Ja. Es gibt eben ja doch Orchestral von Spitfire selber, glaube ich, die kostet noch mehr. Okay. Und, ja, es ist Vienna String-Ding haben wir auch noch. Und da habe ich einfach die Ableton-Packs nie genau angeschaut. Aber sind die auf jeden Fall jetzt auch besser geworden. Ich habe mal so ein String-Pack runtergeladen und das habe ich relativ bescheiden gefunden. Ja, also ich habe das Gefühl, ich habe dort nicht so Ansprüche. Also ich würde unterscheiden zwischen internen Synths und den Packs. Und klar, die Packs immer ein bisschen, weißt du, ein Zusammenzug von irgendwelchen Sachen. Also wenn du natürlich ultraspezifisch genau die Sounds suchst, dann bist du wahrscheinlich nicht am richtigen Ort innerhalb, weißt du, von einem Sample Pack, wo dann Ableton einfach so quasi als Best-of noch rein tut.
Es ist dann einfach zu wenig divers, oder? Aber einfach so generell. Ich suche also, dann schon sehr spezifische Sachen. Ja, Das langt wieder nicht, aber ich bin einfach erstaunt, für was. Also, bang for your buck, weißt du, dass da doch trotzdem mitkommt in den, all diesen Packs. Du kannst doch auch brauchen. Ja, also ich kann das Zeug nicht mehr runterladen. Es ist so viel wahr, was du mitbekommst. Genau. Und schon, also doch inzwischen gute Platz, Qualität. Ja. Also, eben, ich habe jetzt auch noch gesehen von der Größe her, irgendwie 8 GB nochmal Orchestral Samples, die mit dem Elfi mitkommen. Das ist schön. Schau dir die Orchestral Samples nochmal an, die sind recht cool. Also aber kommt vielleicht nicht an, die Kontakt an, aber ja. Möglich, das ist schon relativ cool, wenn man jetzt nicht ein Kontakt oder... Ich habe das Kontakt zumindest schon ein bisschen spät entdeckt. Thomas Steiner, sei Dank. Und ich... Das ist einfach so geil. Jetzt bist du einfach dabei. Das ist doch voll cool. Ja, darum kann ich da jetzt gerade nicht mitreden, wenn es um die Ableton-Geschichte geht. Aber der Reverb, den du gezeigt hast, hat eigentlich noch cool ausgesehen. Cool, dann schauen wir mal kurz weiter. Wir haben das nächste Teil, das ist Inspired by Nature. Die neuen Effekte, das. Inspired by Nature, eine Spielwiese für experimentierfreudige Musiker. Zum Beispiel den Tritone, den ihr im Hintergrund jetzt schon hört. Ich kann hier einen Baum oder einen Ast erzeugen, indem ich reinklicke. Und ich kann zum Beispiel die Skalen noch anpassen. Das zweite ist Vector FM. Ich kann hier die Anzahl der Voices einstellen. Ich kann ganz viele Dinge aus der Physik anwenden, zum Beispiel, ob sie sich in einem sogenannten Flowfield drin bewegen. Bouncy Notes kann ich von extern steuern. Ziemlich abgefahren auch Emit. Wenn man nämlich auf Play drückt, werden Emitter rausgestoßen. Ich zeig's mal. Mit all diesen neuen generativen Instrumenten kannst du aber auch wirklich gut Musik machen. Das ist etwas, was ich schon beim ersten Mal reinschauen, mich am meisten fasziniert hat, der Nature-Ding. Und das gefällt dir wieder, sehr. Meine Frage ist, ist da eine KI dahinter? Nein, es ist Max dahinter. Das ist noch nicht KI. Ich glaube nicht, dass es KI ist, nein, aber es sind generative, also es sind einfach Algorithmen, die einfach das machen, wenn das. Es ist eher so. Ein Random Generator, nicht für so einen Ast oder so. Ja, Random. So. Ein bisschen anders ist. Passiert es sind Algorithmen KI, dahinter. Ja. Ich habe mich ein erinnert an das, ich glaube, von Brian Eno, das App, oder von Jean-Michel Jarre. Wo du wie so einen Impuls gibst. Und ab dort komponiert es wie, also ist natürlich noch ein im Ambient-Bereich oder so, es kommt immer etwas Neues. Das hat mich einfach so cool. Ein bisschen an das erinnert. Und das finde ich schon sehr spannend. Also hinsichtlich, dass heute KI kann schon eine ganze Oper komponieren, wo selbst Abschlussstudenten von Hochschulkonservatorien nicht erkannt haben, ob die Oper von einem Menschen oder von einer KI geschrieben wurde. Sie haben es sogar fälschlicherweise im zu einem Augen, Gocki, Pepsi-Vergleich gemeint, die der Mensch geschrieben hat, sich von der KI. Also, das ist wahrscheinlich ein extremer Anfang. Kannst du dir vorstellen, noch Animal Trainers drittes Mitglied bekommt, einfach so eine KI, die auch noch mitmacht? Also, weißt du, ich finde das ganz ein grosses philosophisches Thema. Ich habe das erste Mal davon gehört und dachte, so, nein, das ist falsch, aber vielleicht ist es auch sehr spannend, dass eine KI kann eine Oper schreiben kann, die Opernkenner nicht kann, fälschlicherweise sogar zuordnen, dass sie einen Mensch geschrieben hat und die KI ist, weißt du, was ich meine? Ist, und wenn man das beim Elektronischen, vielleicht klar, ich wollte nicht arbeitslos werden. Aber
Ja, doch, ich finde, ich wollte ja allem gegenüber offen sein und neue Sachen nicht ausschliessen. Also, und ich habe jetzt nur gemeint, weil ich auf das ausgeholt habe, dass das da bei dem Nature-Plugin schon eine KI dahinter steckt. Also ich vermute stark nicht, aber es sind Algorithmen, die in Max natürlich schon seit Jahren wirklich interessant sind und dabei sind. Und du findest auf www.maxforlife.com natürlich nicht hunderte, sondern tausende so Plugins, die irgendwelches Zeug machen, das du dir nicht vorstellen kannst. Die quasi in die API von Ableton eingreifen und dann einfach dort Zeug rumschrauben und machen. Und das ist wirklich eine coole Sache. Okay, ich gehe hier noch mal kurz etwas zeigen. Wenn ihr drinnen bleibt, nämlich, dann habt ihr die Chance hier, etwas zu gewinnen. Das wollte ich eigentlich am Anfang schon sagen. Der erste Preis, und wir sehen uns hier selber jetzt, wie wir hier schön irgendwie hin und her switchen. Der erste Preis ist eine Ableton Live 11 Standard-Lizenz, gesponsert von Ableton. Das sehen wir nämlich jetzt. Okay. Der erste Preis ist eine Ableton Live Standard Lizenz, gesponsert von Ableton selber. Dann der zweite Preis ist ein Ovation Keyboard, gesponsert von der SDS Music Factory. Das stimmt gar nicht, das ist leider kein Keyboard, sondern das ist das Launchpad Pro. Das haben wir geändert. Das ist noch der alte Text. Und der dritte Preis ist ein Gutschein von der School of Sound. Also, wenn ihr wollt, dabei sein und hier mitmachen, dann sehr gerne. Müsst aber einfach noch ein bisschen Geduld haben und nachher sind wir dort. Weil wir haben, glaube ich, noch irgendwie zwei oder so Features, die wir anschauen von Ableton. Ihr könnt nachher übrigens mit dem Handy mitmachen. Also, könnt einfach eintippen und ja, die genauen Sachen sagen wir nachher. Feature, Feature, Feature. Last Feature. Ja, Nummer 8. Wahrscheinlichkeit und Dynamik. Wenn du einen Drum-Pattern machst, dann wird das bei den Kicks und bei den Snares wahrscheinlich nicht so wichtig sein, dass du da eine Dynamik hast. Das ist immer gleich laut. Bei Hi-Hats sieht es schon ein bisschen anders aus. Wahrscheinlichkeit zwischen 0 und 100 kannst du jetzt in Ableton eingeben. Diese Note hier, die wird mit einer ziemlich großen Wahrscheinlichkeit eben nicht getriggert. Und die andere Note hier, die wird mit einer großen Wahrscheinlichkeit meistens getriggert. Neu kannst du auch eine lebendige Dynamik erzeugen. Bisher war es ja so, dass du Dynamiken zwar zwischen 0 und 100 eingeben konntest, aber neu geht es auch mit Dynamic Ranges. Das heißt, du kannst eine Range eingeben, von hier bis hier soll die Dynamik reichen und dann wird das zufällig angepasst. Hier ein Beispiel. Die Probability wird absolut angegeben und die Velocity kann dann dynamisch angepasst werden. Probability, was meint ihr? Coole Sache. Ja, finde ich cool. Also gerade für uns elektronische Produzenten einfach noch ein bisschen menschlich reinbekommen. Eben wie der Schlagzeug, wie wir vorhin angesprochen haben. Spielt es auch nicht immer gleich. Ja, alles, was nicht statisch und Ding ist, macht es ja auf der unterbewussten Ebene Musik lebendig. Von dem her sicher ein sehr tolles Feature, ja, klar. Ich denke auch gerade für die Leute, die halt eben so analog das gerne haben, die gerne ein bisschen rumschrauben und dann einfach nochmal etwas anderes haben, was sie können, einstellen können. Ich glaube, das, also bei den analogen Sachen ist Probability Lab auch das Thema, oder? Ist für alles in dem Sinne anwendbar. Solange es MIDI ist, kannst du einfach die Changes eingeben und dann ist gut. Genau. Okay. Next Feature. Nummer 9. Die Makro-Optimierungen. Geh einfach in einen Rack rein und dort kannst du mit diesen Makro-Variationen, wenn du da draufklickst, jetzt einfach ein neues Makro erzeugen, eine neue Variation. Und die wird dann hier angezeigt. Zusätzlich hast du eine variable Anzahl von Makros, maximal 16. Indem du den Plus-Button klickst. Genug Makros, die in den Bauch dieses dicken Schweins passen. Weiterhin hast du Zufallseinstellungen mit Random. Klicke einfach den Knopf und schon hast du verschiedene Variationen. Geht das auch direkt auf den Push? Ja. Die 16 kannst du anzeigen. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie getestet, lustigerweise. Ich weiß auch nicht wieso. Machst du die 16 Makros?
Was man macht mit 16 Makros? Ja, das, was alle nicht verlangen. Die, und das man glaubt nicht im Fall. Also, ja, du kannst die geht direkt mappen. Die kannst schon mappen. Du hast einfach eine Unterseite. Oder? Also du machst einfach eine Seite. Da sind sie immer relativ clever, Ableton. Sie haben einfach ein Knöpfchen nebendran, wo dann plötzlich die 8 noch erscheinen. Ja. Also sie sind dann nicht crammed oder so, sondern sie sind einfach dann auf einer Unterseite. So. Aber ich habe es nicht einmal angeschaut. Jetzt. Das ist jetzt ein Feature, wo unglaublich viele Leute die ganze Zeit immer verlangen, ich brauche ums Verrecken 16 Makros. Aber dann frage ich mich immer, ja, was willst du denn ganz genau mit 16 Makros machen? Hast du wirklich die 16 Makros im Kopf, dass du die wirklich steuern kannst? Oder machst du lieber nur 5 sinnvolle, wo du dann auswendig weißt, wo du dann im Schlaf kannst bedienen kannst? Aber das ist eine persönliche Sache. Ich denke, das hat. Macht jeder ich bin Sorte, nicht beim Ableton 11 gesehen, die haben ja auch Templates, die neu kannst machen. Das ist ja auch noch ein anderes Feature. Aber das ist jetzt auch ein Template von Ableton selber, wo sie die Makros eben brauchen. Und die haben es recht cool gebraucht. Die haben dann verschiedene Drum-Kits reingeladen und dann mit diesen Shots haben sie dann eben verschiedene die reingeladen und dann verschiedene Einstellungen auch reingeladen und so. Also wir müssen das wirklich mal anschauen, wie Ableton selber das löst. Die brauchen dann die ganzen Makros dann auch. Das kann inspirieren, wie man selber das auch noch kann, etwas basteln für sich. So ein kleines Makro-Template. Genau. Grund. Finde ich auch cool. Ich finde vor allem die Makros, die Snapshots schon auch noch, also ich habe mir das schon ewig gewünscht und habe damals, als ich Max for Life programmiert habe, auch sogar so Plugins programmiert, die genau das machen, über die Session weg. Und ich glaube, da wird noch viel kommen. Vor allem nachher, weißt du, innerhalb von der Spuren, die sind ja in dem Sinne noch nicht gelinkt bis jetzt, aber dass du quasi Makros kannst haben, die dann quasi in die ganzen Spuren reingehen und alles, da wird noch einiges kommen, wo die Leute dann werden mit Max for Life's Plugins dann kannst super Workflow optimieren. Kannst dann einfach wirklich nur noch einen Knopf drücken, Makro drehen und dann hast du einfach eben komplett anderes einfach umgestellt auf den anderen Workflow. Gut, next one. Nummer 10, last but not least, die CPU-Lastanzeige. Dein Rechner ist schon ein armer Kerl. Der muss immer wieder neue Spuren von dir ertragen. Wir kennen das ja. Er ächzt unter der CPU-Last. Aber welche Spuren sind denn dafür verantwortlich? Ableton Live 11 zeigt neu die CPU-Last pro Spur an. Ebenfalls kannst du den aktuellen Wert und den Durchschnittswert der CPU-Last anzeigen. Das ist auch ein nützliches Feature, nicht lebenswichtig. Man weiß ja meistens, welche Plugins das viel saufen, wie man mal 4 Divas offen hat oder so. Aber ja, ist ein nices Feature. So, ich finde jetzt nicht überlebenswichtig, aber es ist nett, dass man mal an das gedacht hat. Genau. Wenn man es nicht weiß, ist es gut. Dann finden wir es ein bisschen schade. Wenn man es nicht weiß, findet man es ein bisschen schade. Genau. Aber bei mir sind es immer die gleichen 2-3. Ja. Gut. Dann müsst ihr aber gerade automatisch die Spur freezen, weil dann zu viel sauft. Dass gerade so die Spur freezen ist und das gerade kannst du im Weiterschaffen. Also wird allgemein so als recht nützlich angeschaut, glaube ich. Ja, finde ich auch. Ja. Du siehst es einfach auf einen Blick. Alles, was du visuell siehst, ist natürlich toll. Ja, ja, klar. Darauf sag, reagieren, ja, ist, und zack, zack, nice, die Spur. Nice to have, ja. Genau. Aber wegen dem musst du jetzt nicht gerade upgraden. Es gibt andere Sachen. Wieso. Gut, wir haben, glaube ich, nur noch eins Feature und das... nein, das war's. Also die, die ich halt zumindest wollte vorstellen. Ja. Also das wollte ich noch sagen. Templates finde ich super. Soll jeder machen. Aber ich mache selber zu wenig. Aber jetzt kannst du Template-Ordner machen. Also hat wirklich so eigene Reiter jetzt links bei der Bibliothek. Dann kannst du wirklich einfach von verschiedenen Templates auswählen und einfach öffnen. Dann kommen wir mit den Makros, ja, das kann es schneller machen. Man muss sich wirklich einfach Zeit nehmen mal an einem fragenden Sonntag und die Templates erstellen. Man kann sich mehrere Templates erstellen. Genau, es ist jetzt wirklich wie, links gibt es jetzt eben Audio-Effekte, Midi-Effekte, Sounds und dann irgendwo gibt es dann Templates. Da kannst du verschiedene Templates safen, da, wenn ich jetzt mehr in die Richtung gehe, dann kann ich gerade mit dem loslegen. Und genau, okay, das macht dann öffnet schon deine 3 Divas und dein PC ist eingefroren. Ja. Das finde ich jetzt aber auch ein cooles Feature. Sag das schnell hier.
Nur links dort. Also auf der linken Seite hier unten. Da Templates. Einfach ein ganzer Ordner Templates. Nein. Ja. Hoppla. Templates. Und dann kannst du hier einfach sagen, ich mache die hier und dann kannst du die einfach kurz reinziehen. Ja. Ist einfach ultra easy. Also das mega simpel implementiert. Du könnt, kannst nur wirklich nur eins speichern und dann auch nur, wenn du es mal erstellt hast, kannst du dann sagen, ja, das ist jetzt mein Template. Genau. Und dort Demo- und Sketch-Template, das sie dort mit Ableton 11 mitschicken, dort hat es coole Makros drin, also als Vorlage, das tue ich dann auch nochmal anschauen. Okay. Ja, die habe ich nicht mal angeschaut bis jetzt, die Drums, also dort, Bass und Vocals. Ja, dort haben sie einfach recht coole Snapshots, wo eben ganz viel... Also ich lerne dir Templates vor sogar. Ja, aber also... Das ist also für mich ist jetzt ein bisschen Inspiration gewesen, was alles mit den neuen Features kannst du anfangen. Da haben sie das ein bisschen da abgeleitet. Ja. Kurze andere Frage noch schnell. Hat jemand schon mit Katalin? Aha, A11. Ah, heisst er nicht A1? Der Prozessor? Nein, M1. Oder was ist A11? Aha, Ableton 11. Zu dumm. Ja, das läuft eigentlich. Also ich hasse auf Catalina. Ich weiß nicht genau, sonst müsstest du deine Frage nochmal genauer stellen. Also ich hasse auf Catalina und ich hasse einfach nicht auf Bigsur. Also dort bin ich nicht, aber ich kann mein MacBook auf Bigsur, aber ich brauche das eigentlich nur noch so etwa 0,01% zum Musik machen und sonst nur im Studio. Und auf Bigsur laufen die VST zum Beispiel nicht wirklich der UH Hive. Plugin macht ganz ja, komische Sachen. Ja, das ist also eher das Problem, als der alles sonst abgeht. Diverse andere, also Big Sur würde auf jeden Fall jetzt noch nicht so mutig sein und Ableton 11 damit probieren, wenn man schon beim 10 mega Problem hat. Nein, ja, aber Catalina läuft super, finde ich. Catalina sollte eigentlich, also sicher mit dem 10 gar kein Problem sein, da denke ich nicht, dass mit dem 11 ein Problem wird. Betty hat noch gefragt, ob wenn man das Template öffnet, ob es das annimmt, Projektname aufmacht. Ja, das tut es. Ah, einfach untitled ist dann das Projekt. Genau. Okay, ja. Cool. Also, dann sind wir eigentlich angekommen beim sozusagen letzten Teil. Von mir aus können komplett alle mitmachen. Also Sammy, wenn du einen Gutschein von der School of Sound willst, dann kannst du mitmachen. Oder auch wenn du einfach willst gewinnen, wie verrückt. Also, ich will einfach der Beste sein. Ich will einfach nur gewinnen. Weil du auch nicht kannst verlieren. Ja. Also, es läuft folgendermaßen. Mit dem Quiz läuft es folgendermaßen. Ich mache jetzt hier mal schnell Stop-Sharing und versuche das hier schnell nachher zu präsentieren. Die kommen nachher einen Link in den Chat über. Wo ihr könnt, also ihr müsst zuerst einmal das Handy führen. Das ist einmal das Wichtigste. Grabt euer Handy. Und dann gebe ich euch einen Link und tue dann das Ganze präsentieren und dann könnt ihr hier nachher teilnehmen. Und zwar, muss ich hier kurz den Link kopieren. Und hau da kurz hier, Corrado sagt noch Hoi Blö. Hoi Corrado. Schaut auch also, auf Zug. Hat das doch kurz reingeschrieben. Besuchen Sie menti.com. Das musst du jetzt halt eingeben. In deinem Browser, wo du immer hockst. Und ich warte jetzt hier auf die Spieler, die dann bald kommen werden. Hast du gesehen, Mitarbeiter sind vom Wettbewerb ausgeschlossen oder so? Du bist kein Mitarbeiter. Das sind alles nicht Mitarbeiter. ZTK, keine Ahnung. Also, da sieht man nachher auch die paar Sekunden Verzögerung. Ich warte immer noch auf das Ding. Yeah, da kommen ein paar. ZTK ist sogar Technikkultur. Das ist einfach noch schnell. Ah, sorry. Ui. Also, schau da, also bei mir trampeln sie langsam rein da. Die Leute, ich muss mal schnell schauen, ob ihr das auch seht. Ihr seht wahrscheinlich das irgendwie auch. Macht mal schnell auf Share und packt euch da kurz rein. Also. Das wäre da das Teil. Wir haben jetzt 12 Teilnehmer. Warten wir noch ein bisschen, bis die restlichen auch noch reinkommen. Wir machen es dann so am Schluss. Also ich glaube, die können noch eure Namen, das habe ich jetzt natürlich prompt vergessen zu sagen, aber die können...
müssen ein bisschen Vertrauensbasis machen, weil am Schluss kann jeder sagen, er sei der Fritz gewesen. Aber ich sehe nachher das Resultat und alles. Und tun doch einfach am Schluss nachher kurz mit einem Mail an info@schoolofsound.ch melden, wenn ihr gewonnen habt, mit eurem Avatar, den ihr gewonnen habt und so. Und nachher, wenn es dann halt zwei gleiche gibt, dann ist einfach einer ein bisschen ein Säckel. Aber ich nehme jetzt mal an, dass wir das schaffen. Gut, wir haben jetzt hier 18 Teilnehmer bis jetzt. Wenn jetzt hier nicht noch mehr kommen, reindroppen, dann starten wir dann mal gleich und sonst haben wir es dann halt verpasst. Bin Loki. Ja, das wäre eigentlich noch geil. Komm, das ist eigentlich ein geiles Ding. Macht doch kurz, tünt doch schreiben, wer ihr sind. Das ist echt cool, weil sonst weiss ich ja nicht, wer ihr sind. Das ist doof. Also, der Max ist das grüne Krokodil, Betty ist die Loki. Schreibt kurz in den Chat rein, wer ihr sind, weil sonst ist es ein bisschen doof. Dann habe ich tatsächlich noch ein bisschen Mühe, das zuzuordnen, wer was war. Ich kann allenfalls sogar auch nur den ersten Gewinner dann zuordnen, möglicherweise. Und die zwei anderen sehe ich gar nicht, aber ach Gott, das machen wir dann nachher. Und Hauptsache der Gewinner steht fest. Der Bär ist klar. Ja, ich bin ich, Markus. Das geht nicht. Das geht nicht. Du bist ja doch der Markus einfach sich selber sehen. Ruhe doch mal. Okay. Markus, das geht nicht. Das wird wieder Eingliederungsgruppe von. Also, schau, wir starten dann irgendwann, aber es kommen immer noch mehr. Ja. Shit, also, ja. Screen. Ja. Also, die Results sind jetzt hidden und ich bin jetzt nicht sicher, ob das immer geht. Jetzt sind es 20, genau. Dabei sein zählt, ja, das stimmt, Bruno, du hast schon recht. Das ist schon eine illustre Runde hier. Eine Katze, komm nicht raus, lol. Ja, Markus, du musst schreiben, was du bist. Also, was für eine Figur du bist. Du bist ja wahrscheinlich reingekommen und siehst auf deinem Bildschirm jetzt, wer du bist. Und dann musst du das einfach hinschreiben. Und sonst machst du es einfach bis am Schluss, weil, ja. Ja, Timer setzen von einer Minute, das habe ich eben gemacht. Das habe ich versucht, weil wenn ich es weniger mache als das, dann ist es doof. Oder? Genau, mind blown, sagt irgendjemand. Gut, also schau, jetzt können wir nicht mehr warten, weil sonst springen uns noch die letzten ab. Und dann starten wir das Ding, das Baby, wenn ich noch wüsste, wie man das hier startet. Doch, jetzt warte, ich weiss eigentlich schon, jetzt zappelt es schon im Kistchen. Also, ihr habt ganz genau eine Minute Zeit minus die Verzögerung vom Stream. Das heisst, das ist circa, es ist ca. 35 bis 40 Sekunden für jede Aufgabe. Teilweise ist sie wirklich easy machbar und teilweise ist sie ein bisschen vertrackter. Und es ist jetzt so, wenn der schneller bist, dann hast du trotzdem mehr Punkte, obwohl der andere die gleiche Antwort gesagt hat. Also die Schnelligkeit zählt also auch. Es zählt also beides. Okay? Gibt es irgendwelche Fragen dazu oder so? Dann habt ihr jetzt noch 25 Sekunden Zeit, weil dann ist nämlich die Verzögerung auch vom Livestream dann klar. Ich wünsche allen viel Glück. 10. 9, 8, circa. Sehr motivierend. Genau. Let's go! Also, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Und Sammy und Splö, dünnt ihr fairerweise, das habe ich nicht gecheckt, aber dünnt ihr fairerweise kurz warten, bis der allererst kommt. Dann habt ihr ein bisschen mehr Zeit. Das ist ein bisschen unfair. Ich kann nicht spielen. Nein, wir enthalten uns da. Beide nicht? Nein. Fairplay. Steht in der AGBs, so was man. Genau. Also gut. Vertrag, jetzt hoffe ich, dass irgend überhaupt Antworten reinkommen, sonst haben wir dann ein Problem. Wenn keine reinkommen, dann dass ich nochmal starte. Dann hat es jetzt lange ein Delay nämlich auf dem Ding. Auf dem Stream. Ah!
machen wir eine Cheese jetzt. Also ich bekomme da schon schnell genug etwas über, aber... Also? Ah doch. Ah doch, okay. Ah, ist doch gegangen. Oh. Wer gut, vor dem also, Anfang aufpasst, hat das jetzt wissen. He? Ja, also 9 haben gewusst, dass es 99 ist. Wir haben das angeschaut. Und ich bin ein bisschen Sauchab gewesen, habe extra die Jahreszahl nicht gesagt während der Slideshow. Aber ich habe x andere Sachen gesagt. Es war tatsächlich 99 gewesen. Und ihr habt es können in der Timeline findet ihr es natürlich, dass das dort war. Okay, cool. Next one. Schon. Ah, da haben wir schon den Namen. Gut. Also übrigens, wenn dir, was wollte ich noch sagen? Ah, hab's vergessen. Next one, hä? Gut. Oh. Das war, glaube ich, nicht gut gewesen, hä? Ach du Scheiße. Mal schnell zurückgehen. Mhm. Das ist ein bisschen Sauchheib. 4 neue Instrumente. Müssen sie es dann richtig aussprechen? Wäre auch noch gut. Haben sie nachgeschaut? Genau, das wollte ich vorher noch sagen. Wenn das nicht seht oder es bei euch irgendwie gestoppt hat oder so, dann dünnt einfach kurz auf Refresh gehen. Und nachher könnt ihr das nochmal abchecken. Ich habe es nämlich beim Testen mal gehabt, dass irgendwie einmal. Verbindung verloren gegangen ist. Ja, 3, 2, 1, go. Zeit ist um. Ja, also es ist schon Hybrid Reverb die richtige Antwort, aber es hat natürlich noch viele andere Antworten und jetzt schauen wir, was der Wacke-Table ist halt, ja, yeah, weiß nicht, ob es da richtig zählt. Tree Sound haben sie noch, Echo Chamber. Ja, yeah, Echo Chamber ist halt nicht ein Instrument, sondern ein Effekt. Mal schauen, wer da rausgeschossen ist. Oh, jetzt haben wir hier rechts einen anderen Punkt. Ui. Okay, haben wir schon 2, die rechts voraus sind. Dann gehen wir mal noch weiter schauen. He? Ich sehe alle fieberhaft nach dem huren Link suchen. Aber das ist, glaube ich, da sind, glaube ich, schon 16 Antworten jetzt drin. 18 Antworten. Betty. Ha, Frage 2 übersprungen, ja, das stimmt. Haben wir aber gelöst. Wenn ihr übrigens eures Symbol noch nicht in den Chat geschrieben habt, wer ihr sind und welches Symbol ihr habt, könnt das bitte noch nachholen. Dann wissen wir auch ganz sicher, wer am Schluss Number One ist. Alright. 3, 2, 1, go. Also schauen wir doch mal, was da passiert ist. Hä? Also, sind recht viele, haben es richtig gehabt, Oktober 2001. Es muss natürlich nach der Gründung sein, kurz nachher. Aber vorher ist im September oder irgendwann ist eben noch die Beta oder die Alpha. Genau. Gut. Wie sieht es jetzt aus? Oh. Anderes Bild, hä?
Oh, das wird spannend, hä? Gut. Ein bisschen eine tricky Frage. Ja, zum Glück mache ich nicht mit. Ja. Das heisst ja School of Sound und nicht irgendwie. Weiß nicht, was auf ja. Sound. All was falsch haben, noch zählige Stützen nachher. Fuck, das ist jetzt wirklich der, aber gemein. Ich wüsste es, glaube ich, nicht. Raffi? Ich suche immer noch irgendeine Option, die mit deinen Haaren zu tun hat. Das ist doch MPE, nicht? Ja, ich bin ja gespannt. Also gut. Es ist als kurze Erklärung. Die letzte Antwort geht nicht, weil Pitch und Tonhöhe ist eben das Gleiche. Ah, da, so ist es. Ah, oder? Also die fällt mal weg. Denn das Letzte ist, alle Parameter pro Note ist natürlich richtig. Alle Parameter pro Kanal ist nicht richtig, weil du, das ist eben früher gewesen. Du hast früher einen Channel Aftertouch gehabt oder irgendwie so. Also du, wenn du stärker gedrückt hast, ist nachher eben der ganze Kanal ist in Aftertouch gerutscht quasi. Und jetzt mit MP ist jede einzelne Note, und das ist eben wichtig, ist eben fähig, quasi die verschiedenen Parameter auszugeben. Darum gibt es so einen riesen Salat von Parametern. Also Ableton sieht nachher recht spannend aus. Das können wir nachher noch schnell anschauen. Und das war eigentlich schon der Unterschied gewesen. Und was war da noch falsch gewesen? Ja, da war irgendwie On-Off-Pitch noch gewesen oder so. Auf jeden Fall haben sie doch 9 richtig gehabt. Hm? Voilà. Letzte Frage noch. Es bleibt also recht spannend. Max, Nandine und Patrick sehe ich. Hm? Da muss ich noch schnell dazu sagen, warte mal schnell, bevor ihr eingebt, welche Features tatsächlich, Entschuldigung, es ist Plural, ja, es ist mehr als eine, ist nicht Teil. Und lasst es richtig, wer ist nicht Teil von Ableton Live 11? Die müsst ihr anklicken. Warte, nein, es ist eine, verflucht. Ich wollte euch nur verwirren, es ist, glaube ich, nur eine. Sorry, falls ich da ungenau gewesen bin. Nein, es ist nur eine. Ich kann nur eins anklicken. Ja, genau. Sorry, ich habe doch, ich glaube, ich kann bisschen, nur eins anklicken, okay. Manuel, alles gut. Also. Ah, wirklich? Wahrscheinlich nicht. Falsch. Okay. Also, aber ein paar sind falsch gewesen. Also, es ist tatsächlich so, Follow Actions für Szene ist tatsächlich Teil von Ableton Live 11. Das haben wir nicht gesagt, das ist ja so, aber es ist tatsächlich der Fall, dass die drinnen sind. Und jetzt ist es so, MPE ist komplett etwas Falsches. Es ist nicht MPE MIDI Polyrhythmics Expansion, das ist kompletter Bullshit, das gibt es nicht, sondern das MPE heisst MIDI Polyphonic Expression. Also es geht nicht um Rhythmik in keinster Weise bei dem Tool, sondern es geht um Ding. Es geht um polyphone Ausdruckskraft.
Also ich weiß, es war ein bisschen gemein gewesen und ich habe auch noch reingestreut, dass ich sogar noch gesagt habe, ich könne zwei und so. Sorry für das. Aber für die, die es angeklickt haben, mit den 9 Follow Actions für Szenen, es ist tatsächlich möglich, Follow Actions für Szenen zu definieren. Okay, und jetzt Trommelwirbel, ich habe keinen da, aber wir machen das virtuell. Betty den ganzen Text lesen, ja, genau. Also, jetzt schauen wir, wer da gewonnen hat. Wie sieht es aus? Wie sieht es aus? Wie sieht es aus? Okay, also, es war haarscharf. Ich sehe jetzt also alles. Ich mache das noch schnell einen Screenshot für uns, dass wir das ganz sicher haben. Also, wir haben an erster Stelle der Nandin mit 3418 Punkten. Haarscharf überholt, der Max ist überholt worden, weil der Max ist wirklich recht lang vorne gewesen und der Fleischvogel ist Nummer 3. Und dir im Fall schon, doch mit recht starkem Abstand. Also herzliche Gratulation auch von unserer Seite. Gratulieren ganz herzlich zu dem ersten, zweiten und dritten Preis. Gut, mit dem sind wir eigentlich angekommen. Schreibt uns auf jeden Fall Nandin, Max und Fleischvogel. Schreibt uns in jedem Fall kurz einfach ein Mail an info@schoolofsound.ch, dass wir euch wirklich auch können die Preise nachher zustellen können. Teile sind natürlich das wirklich Hardware-Preise, Numero 2. Ich weiß nicht, ob der Max vielleicht sogar noch froh ist, dass er jetzt Nummer 2 hat, weil das ist ein Hardware-Preis. Keine Ahnung. Und ja, also mir hat es auf jeden Fall Spass gemacht, trotz leichten Tücken hier in diesem Tool. Es war auf jeden Fall cool, gewesen, euch hier dabei zu haben. Gut, dass ich die Frage wirklich schon frisch, kurzfristig noch gestellt habe, kurz vor dem Schluss. Habt ihr irgendetwas, das ihr jetzt noch wissen wollt, wo wir noch anschauen wollen oder so? Oder ist es soweit okay? Es geht ja immer 20 Sekunden. Ich tue schon mal grundsätzlich das Ding abschließen. Ich weiss nicht, willst du noch etwas sagen dazu, Sammy? Du hast ja gerade mir am Anfang gesagt, du hast noch nie das gross angeschaut jetzt. Du hast dich überrascht und bist jetzt spontan dabei gewesen. Was ist so ein bisschen dein Ding? Ich habe es total verbimmelt, mich endlich mal als Beta-Tester zu melden. Und habe das in meinem Kopf so abgespeichert gehabt, dass das Ding im April, Mai rauskommt. Und habe, aber natürlich, was announced wurde, ist das alles ganz genau angeschaut. Und habe jetzt heute doch noch zwei, drei Sachen gelernt, die ich noch nicht so ganz auf dem Schirm kann. Also ich freue mich jetzt eigentlich mega, ins Studio zu gehen, mit dem eben den 11. zu arbeiten die Woche. Vor allem eben das Nature, da die Sektion mit den neuen Plugins. Das sind Inspired by Nature, so. Genau. Inspired by Nature. Das hat mich schon beim Durchlesen am Anfang mega spannend gemacht. Ich werde nicht alle Features jetzt wirklich das mit diesen Audioaufnahmen, bin noch nicht ganz sicher, ob das jetzt für mich mega essentiell wird sein, ist sicher cool. Aber doch, toll bin dabei gewesen und bin jetzt da heute eigentlich auch mehr Zoom-Gast gewesen als wirklich Redner oder so. Aber freue mich sehr die Woche, jetzt ist gut, ja, dass damit schaffen. Sehr cool. Danke vielmals, Sammy. Wie war es bei dir so? Ja, also ich konnte auch noch das eine oder andere lernen. Du hast aber schon länger damit geschafft, oder? Glaub, du bist ja, ich bin Beta-Tester. Ja. Ich habe dort immer wieder mal ein neues Feature gesehen oder irgendeine Verbesserung in dem Sinn. Aber ich freue mich jetzt wirklich mit dem vollen Release hineinzugehen. Ja. Cool. Danke für die Einladung. Ja, vielen Dank. Dann sind jetzt keine neuen Meldungen mehr gekommen vom Chat. Mir bleibt zu danken für den tollen Abend, den wir hatten. Und ich wünsche euch alles Gute. Wenn ihr Lust habt, bei uns reinzuschauen, sehr gerne. Da sind wir immer offen. Wir haben auch etwas, was wir gar nicht angesprochen haben, nämlich im Seminar seine Masterclass, wo auf schoolofsound.ch/online ist. Die könnt ihr auf jeden Fall immer gerne euch reinziehen. Die ist komplett online. Das hätte man subtil immer so müssen, so, weißt, so reinschneiden, weißt, dass es so auf die unterbewusste Ebene geht, dass nachher alle Leute meinen, wenn sie abgestimmt haben, fuck, ich muss noch etwas kaufen, was ist das gewesen?
genau. Nein, ich habe das sogar irgendwo, wenn ich es noch irgendwo finde, bei den Captions, könnte ich das noch rein tun, aber es ist gerade ein bisschen langsam da. Alles gut. Sieht man mich noch? Bin ich noch flüssig? Also bin ich noch im Schirm, oder? Timo, wo sieht man noch? Du wirst langsam blurry. Ist das dein Abgang? Blurry. Okay. Gut, also, dann nimm das als Anlass, euch Tschüss zu sagen und wünsche euch alles Gute und eine gute Zeit. Auch. Happy Music Making. Hä? Nein, warte schnell. San Francisco. Das hast du noch loswerden wollen. Ah, der Messi. Gut. Alles ciao. Klar. Tschüss, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Das war's mit den News zu Evil Live. Wenn dir das Video gefallen hat, like es, abonniere unseren Kanal und klicke den Alarm, um Benachrichtigungen für alle neuen Videos von uns zu erhalten. Vielen Dank. Hier nochmals die verlinkten Videos für dich und der Subscribe-Button. Mir hat's Spaß gemacht. Happy Music Making. Bis bald.